stehe ich gar nicht so auf beschnittene Schwänze, aber... Stehe ich gar nicht so auf beschnittene Schwänze, aber ich habe irgendwann mal in der Sauna einen Typ kennengelernt, der war halt beschnitten und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt nicht ein Grund, den abzuschieben. Und der Schwanz war auch schön und der Typ war nett und dann habe ich gedacht, na lass das kleine Ding mal ran. Und dann hat er zugestoßen, also das war wie ohne Federung, das ging ab wie ein Zäpfchen und ich habe geschrien wie am Spieß, das war super.